geht ja immer ums Eingemachte. Miete. Und um da überhaupt vorsprechen zu können, muss man dann 2 Stunden seinen Stehplatz verteidigen, um dran zu kommen. So wird es natürlich den Leuten sehr schwer gemacht, überhaupt dahin zu gehen. Und deswegen steht da auch die Security und es gibt Hausverbote, weil natürlich alles sich drängt und Leute, die krank sind mit Rollator, für die ist das sowieso unerträglich. Ein guter Freund, der die Ausbildung macht, auch zum Radiologieassistenten, der am Wochenende nicht mit uns ins Kino gehen kann, nicht mit uns ins Schwimmbad gehen kann, nicht mit uns ins Freibad im Sommer, weil er eben arbeiten muss, um sich die Ausbildung zu finanzieren. Warum muss ich die Hosen runterlassen, wenn ich Harz haben möchte und ein Superreicher kann seine Erbe irgendwie verstecken und muss noch nicht mal großartig Auskünfte geben? Ich kann es nicht ertragen. Und deswegen müssen wir auch die Linke das alles ändern, von unten ändern, nicht von oben, von unten muss man ändern.